Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Wimworld. Ja, ich habe gesehen, dass ihr sehr lange Kommentare geschrieben habt unter das letzte Video. Ich habe le sie leider noch nicht lesen können und werde es auch nicht vor der Aufnahme schaffen. Also ich stand halt vor der Wahl Video für Dienstag. Ja, ohne Kommentare gelesen zu haben oder nein und erst die Kommentare lesen. Ich habe mich dafür entschieden, ein Video zu machen, ohne die Kommentare zu lesen und ja, werde deshalb jetzt das machen und dann ab dem Mittwochsvideo, wobei ich gar nicht weiß, ob ich für Mittwoch eins schaffe, weil ja, hat verschiedene Gründe. Ich bin da am Mittwoch längere Zeit unterwegs. Ja, deswegen will gar nicht so viel drumherum reden. Also ich habe noch nicht eure Kommentare gelesen, also nicht wundern, wenn ich die gleichen Fehler nochmal mache. Was mir allerdings aufgefallen ist, unsere Eier sind weg. Die sind hier hergetragen worden in diese Zone. Hier können wir auch, okay, den Bereich wieder vergrößern, weil der Schlachttisch weg ist. Wir müssen hier die muss ich mal eben schauen, wozu das denn gehört. Wahrscheinlich rohes Essen, ja genau. Tierische Produkte. Befruchtete Eier sollen da auf jeden Fall nicht rein. Und das gleiche gilt hier für diese kleine Zone. Auch da sollen keine befruchteten Eier rein. Stattdessen würde ich die gerne hier reinpacken. Lagerzone machen wir das mal so. Und hier kommt alles löschen, außer befruchtete Eier und dann die Priorität. Machen wir ruhig auf. Kritisch. So, jetzt wäre natürlich die, die hier schon gekühlt wurden, war wahrscheinlich auch hingetragen. Ja, naja gut. So, das erstmal. Dazu, dann hattet ihr, wollte ich noch mal eben was schauen. Ich hatte ja recht viele Aufträge verteilt. Ja, das hier habe ich schon, genau, das habe ich schon umbauen lassen. Was ist hier mit der Batterie? Defekt, okay. Gut, das hier wird hoffentlich alles noch rübergetragen. Ja, okay. So, dann schauen wir noch mal eben. Unser Meisterjäger war Kenny. Okay, das lassen wir auch so. Aber nee, eigentlich können wir es lassen. Ich wollte nur noch mal eben schauen. Diese Lagerzone ohne Lager, da, die müssen wir noch mal nicht erweitern, sondern verkleinern, dass wir da nämlich die Schlafräume rausnehmen, dass wir nicht ständig da beim Schlaf gestört werden von den Tieren. Okay. Gut, dann hatte ich schon beim letzten Mal eine Forschung ausgewählt. Ah ja, das Schmieden, genau. Forschung aktiv. Ist nur nichts passiert, weil Tanky sich ums Kochen kümmert. Richtig? Richtig. Ach so, außerdem Feldarbeit steht auch auf 1. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Möchte ich forschen oder möchte ich Feldarbeit? Aber hier ausreichend Nahrung haben, machen wir es mal so. Burkhardt ist jetzt hier. Achso, der ist auch am Einpflanzen. Da ist halt auch die Frage, wie effektiv das Einpflanzen auch ist, ne? Mit seinen einen Armen nur noch. Oh, da gab es eine Rettungskapsel. Oh. Oh.
Dann müssen wir mal eben pausieren. Wir haben hier netten Besuch. Nahkampf 7, Medizin 11, Handwerk 8. Oh, das ist tatsächlich jemand, den wir recht gut gebrauchen können. Jetzt steht das Bett hier noch nicht. Also da können wir auf jeden Fall schon mal den Befehl geben. Und da müssten wir für den ein Gefängnis einrichten. Meisterliches Bett von Kenny, nee. Das ist ein gutes Bett. Das nehmen wir als Gefangenenzimmer. So, und dann geben wir jetzt mal. Wer ist denn hier in der Nähe? Kenny. Kenny, den Befehl gefangen nehmen. So, dann müssen wir natürlich gleich im Anschluss das Bett umstellen lassen. Kann eigentlich Axador mal eben machen. Damit er hier nämlich auch wieder seinen eigenen Schlafraum hat. So, und Kenny bringt die Stehlampe rüber. Genau, so. Dann verteilen wir hier wieder die Prioritäten für die Böden, dass das auch wieder gemacht wird. Und Tanky kümmert sich um unseren Gefangenen. So, und den Gefangenen wollen wir dann auch mal direkt versuchen anzuwerben. Oh, 8,0 und 23%. Das dürften wir schnell hinbekommen. So, das Bett gehört dann Axador. Okay, jetzt lassen wir euch wieder in eurem gewohnten Trott weitermachen. Die Eier sind jetzt hierher gebracht worden. Die Neugelegten hier werden sicherlich reingebracht. Jetzt müssen wir hier allerdings auch noch, weil so viel Heugras haben wir nicht mehr, auch Mais hier reinpacken. Ja, machen wir ruhig Mais. So, und die Frage ist, ob wir nicht besser die Elefanten und den Puma hier außen vor lassen. Ja, das machen wir auch. Wir haben für unsere Elefanten den ohne Lagerbereich. Und da würde ich dann mal den Bereich ausklammern. Und dann geben wir nämlich, ach, da haben wir hier sowieso noch für den Puma und für die beiden Elefanten diesen Teil hier ohne Lager. Ja, und die dürfen dann hier nicht mehr rein. Können auch nicht die Eier hier futtern. Brauchen natürlich dann gleich noch einen neuen Bereich für die, den wir, glaube, auch mal direkt bauen werden. So. Er kommt dann nämlich dorthin. Jo. Och, an der Wirbelsäule. Das ist natürlich auch nichts, was man sich wünscht, ne, will ich mal so sagen.
Also, das mit den, ach, aber ich wollte auch nach den Muskelparasiten schauen. Auch das habe ich nicht geschafft. Lässt mich alles so ein bisschen recht unbefriedigt zurück, muss ich schon sagen. So, hier mit, da habe ich, oder will ich die Tür bauen lassen? Müssen wir gleich, sobald der nächste Schlafakt vorbei ist, werden wir das angehen. Ja. Und da muss es auch möglichst schnell erledigt werden, damit keine oder wenig wilde Tiere Zugang zu unseren Feldern bekommen. Burkhard pflanzt was in die Blumentöpfe ein. Das finde ich ja durchaus positiv. So, jetzt wird wieder was gegessen. Spielt Schach? Ne, wir spielen jetzt mal nicht Schach. Sondern, das ist ja noch gerade ein Nashorn. Na ja, komm. Genau, die Tiere legen sich jetzt alle schlafen. Ja, das war mal. Achso, das war der Elefant. Ich dachte, das war ein kurzer Schlaf. So, jetzt schnell fertig bauen. Genau. Beobachtet. Was ist denn daran so schwer? Oh, ich raste aus. Gut, dann muss Kenny hier nochmal ran. Und Schild, sein Täter hat sich vollständig erholt. Aufgabe beendet, stelle Kurzbogen her. Okay. Dann können wir jetzt Kenny wieder. Was macht der denn jetzt? Ich verstehe nicht, warum die priorisierten Aufgaben immer unterbrechen. Oder habe ich das sogar versehentlich mit einem Druck auf C abgebrochen? Das will ich auch nicht ausschließen. So, jetzt bitte nicht nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Ich verzweifle hier gleich. Nee, da kommen Tiere. Ach, deswegen wird dann wahrscheinlich das Ganze auch unterbrochen. So, du. Und du, ihr werdet erstmal gejagt. Bitte, ja, endlich. So, sehr schön. Okay, so, wo ist denn der neue Bogen hingekommen? Da ist er nicht, dann muss er ja hier sein. Da. War sogar exzellent geworden. Okay. Schön. So, wie gefällt's dir bei uns?
schon ein bisschen besser geworden. 5,8. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion nördlicher Evaguera besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Na, dann kommt doch mal ran hier. Da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe doch mal hier da den Bereich hier verboten. Das ist natürlich Blödsinn, weil dann können die auch die Sachen hier gar nicht wegtragen, oder? Das wundert mich zumindest, dass die Sachen da immer noch liegen. Ah, und jetzt kommt... Ja, okay. Das wird tatsächlich eins der Probleme gewesen sein. So, wo sind unsere Besucher? Da. Burkhard schläft gerade, aber Burkhard ist unser bester Gesprächspartner. Gut, er ist gleich fertig mit seinem Schlaf. Da muss er irgendwas futtern und dann lassen wir ihn handeln. Frühstücken. So, jetzt. Komm handeln. Die Schlagfalle können wir doch auch dorthin packen. Die werden wir da unten auch nicht mehr brauchen. So, was macht Krillo momentan? Er baut hier. Vielleicht ist es sinnvoller, erstmal hier die Sachen umzustellen, dass wir weiter kürzere Wege haben. Ach so, jetzt können wir hier mal eben schauen. Was haben wir denn zu verkaufen? Stoff, viel Stoff. Der mit schlechterer Qualität, den können wir mal verkaufen, weil wir haben ja noch 300 von dem anderen. Lake, das war glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Du weißt, dass man vom Sifiti geraucht werden kann, um einen Start. Nee, das verkaufen wir mal auch. Die Maschinenpistole habe ich von euch gelernt, ist schlecht. Deswegen kommen die auch weg. Hat der denn überhaupt Sachen, die uns interessieren? Ja, Überlebensration, Bauteile. Ja, hat er auf jeden Fall. Also, die drei Bauteile möchte ich schon mal haben. Medizin auf jeden Fall. So, dann können wir noch gucken hier die schlechten Kleidungssachen. Können alle weg. ...191, das würde sogar passen. Ja, und dann machen wir das doch mal. So, und jetzt müssen wir eben schauen, dann dürften die Sachen, die wir gehandelt haben, hier liegen. Ja. Behandlung benötigt, Krillo benötigt Behandlung, okay. Die wird er dann gleich sicherlich auch bekommen. Burkhard, lassen wir mal das Wichtigste hier wegtragen in meinen Augen, die Bauteile. Tanky holt sowieso schon die Medizin, sehr gut. Und Silber wird dann sicherlich auch noch jemand holen. Okay, so. Schlafplätze würde ich dann
hier auch reinbauen. Okay, bin ich ja mal gespannt, ob da irgendwann kleine neue Hühner schlüpfen. Es wird hier langsam mit dem Boden her. Das zieht sich alles sehr, sehr lange hin. Reisende befinden sich auf der Durchreise. Ja, können sie ja. So, Nachttisch. Ebenfalls aus Marmor können wir hier mal bauen. Dann haben wir auch noch keine Kommode gebaut. Die platzieren wir auch mal. Und ich wollte ja auch mal in die anderen Zimmer hier entsprechende Betten bauen. Auch dafür werden wir mal einen Auftrag verteilen. So, dann ist noch die Frage, ob wir die Batterien von hier unten hier hochbauen. Ah, hier haben wir schon recht viel abgebaut. Fand ich eigentlich euren Vorschlag recht gut, vielleicht diesen Raum hier nochmal umzuverlegen nach hier, um hier anzubauen. Ja, ich glaube, das werden wir auch machen. Müssen wir allerdings planen. Ich würde auch hier wieder drei Felder zwischen freilassen. Wobei ich den Raum ja vielleicht auch hier hinbauen kann. Das ist vielleicht noch ein klein wenig sinnvoller, den Arbeitsraum hierhin und dann das Lager hier nach außen. Moment, jetzt habe ich aber hier einen Fehler. 4, 7. Das ist nur 6, das heißt, das muss dorthin. So. Okay, dann will ich hier erstmal Ganze so beigraben, dass wir die Mauern bauen können und das. Ach so, das müssen wir abreißen. Oder ist da vielleicht sogar noch irgendwas hinter? Nicht, ist kein Deconstructing. Okay. Das müsste aber Krillo gleich können. Ach, die Muskelparasiten sind weg. Ein Traum. Gott sei Dank. Ob das an der besseren Medizin gelegen hat, die wir gekauft haben? Wahrscheinlich. Axalo macht sich da direkt dran. So, Krillo ist wach, macht was. Erstmal essen. Und danach geht er sogar von alleine dahin, um das abzureißen.
Jetzt wird er auch sehr viel produktiver. Ich glaube, dass das uns wieder einen großen Schritt nach vorne bringt, dass unser Hauptbauer wieder, oder Hauptkonstrukteur, Bauer könnte ja auch was anderes sein, eher Bauer vielleicht dann eher, wieder gesund ist. Es geht auch viel schneller, das habe ich den Eindruck. Schön. Vielleicht machen wir dann auch so. Ach, die Sachen sind ja alle schon rübergetragen. Okay. Gebiet freigelegt. Ja, es gibt. Okay. Ja, was auch immer hier jetzt das Gebiet genau war. Strukturen kommen wir ja hier auch schon bauen, aber vielleicht machen wir, ne, wir machen Marmorwände, damit haben wir schon Erfahrung. Widerstand nur noch 1,6. Noch. Das wird doch, glaube ich, absehbar. So ist dieses Lager ja perfekt. Es ist leergeräumt. Dann können wir die Lampe neu installieren. Ich würde mal sagen, hier, dass wir da auch ein bisschen Licht drin haben. Die hier. Ne, da haben wir überall schon. Dann packen wir da eine hin. Und eine müssten wir, genau, die. Und hier hin. So. Dann haben wir da überall auch schon mal ein bisschen mehr Licht. Arbeitsplatz. Können wir eigentlich abreißen, aber wir haben einen neuen bauen. Ich glaube, die Zone werden wir mal löschen. Genauso wie die. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das habe ich mal bei, ich weiß gar nicht, ob es bei Dr. Wolfs jetzt war oder woanders gesehen, Boden umzugraben, oder ist das auch irgendeine Mod? Ich würde auf irgendeine Mod tippen, aber ich weiß es nicht genau. Aber wenn mir da jemand was zu, ich kann auch vielleicht mal bei Forschung schauen, ob ich da was entsprechendes finde. Hier schon mal nichts. Schmieden, Grundlagen, Mikroelektronik, ne, da wird überall nicht das dabei sein. Schade. Okay, unsere Hühner hier sind kräftig am Futter, also da geht auch schon ein bisschen was durch, was die essen. Ach, da haben wir hier sogar einen Küken. Wie cool ist das denn? Okay. So, und Wildtiere, was haben wir da? Hasen. Hasen kann man immer sehr gut jagen gehen. Das ist vollkommen ungefährlich. Ja, den Rest lassen wir erstmal. Macht ein Burkhardt jetzt? Versucht von Schild zu rekrutieren und holt dafür Eier? Mais.
Einfache Mahlzeit, 7 gefrüchtete Huhnereier. Was will der denn damit? Die lässt du mal schön fallen. Und die müssen dann da gleich wieder reingebracht werden. Das können wir vielleicht mal Kenny machen lassen, genau. Wie weit ist dann der Puma im Training? Transport 0 von 7. Okay. So, was macht denn eine gute Krillo? Trägt Stehlampe. Ah, okay, sehr schön. Genau, damit hätte ich dich sonst beauftragt, die noch letzten verbleibenden Sachen hier raus rübertragen. Macht das denn auch Sinn, hier jetzt Sachen abzureißen? Ich würde sagen, durchaus. Das würde ich abreißen. Im Grunde. Die Sachen. Vielleicht sollten wir erstmal in den Bereichen, wo ich abreißen lasse. Genau, das Dach entfernen lassen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer, sonst könnte das einen kleinen Unfall geben. Also diese Muskelparasiten, ich bin sehr froh, dass die weg sind. Das war eine große, große Bremse. Jetzt werden wir aber auch hier bei diesem Video ein Ende machen. Die halbe Stunde ist voll. Ich habe oder bin sehr gespannt, was ihr dazu geschrieben habt. Ob lieber 20 oder 30 Minuten Videos oder ob es euch egal ist. Ich habe eine Vermutung, was dabei rauskommt, dass das tägliche 20 Minuten Video lieber gesehen ist. Aber schauen wir mal. Hier kann ich vielleicht noch mal eben schon mal ein paar Aufträge noch verteilen. Da kommen wir ja darum raus, weil ich sehe nämlich, dass das Plan oder der Plan, den ich gemacht habe, verschwindet, wenn das Ganze freigegraben ist. Wusste ich auch nicht, dass das passiert. 3, 4, 7. So. Ja, gut, okay. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß an meinem Gewusel hier und ja, dass euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald und bye bye.